Iwan Toporyschkin, der Vater, gibt für alle Gäste am Tisch die Bestellung auf. Plötzlich sagt der Kellner, das schmeckt aber nicht. Wer am Tisch sitzt, sieht zu ihm auf. Das schmeckt aber nicht, wiederholt der Kellner und wechselt mit jedem einzelnen Gast, einschließlich Iwan Toporyschkins, des Vaters, einen Blick. Iwan Toporyschkin, der Vater, zeigt noch einmal auf das Gericht mit der Nummer 3012 und sagt, ich will. Das schmeckt aber nicht, sagt der Kellner zum dritten Mal, notiert sich Nummer 3012 und geht ab in die Küche. Jetzt beginnen alle Gäste, einschließlich Iwan Toporyschkins, des Vaters, zu lachen. Sie lachen so sehr, dass ihre Gesichter die aufgestellten Servietten zwischen ihren Gedecken berühren und der Geschäftsführer gerufen werden muss. Das schmeckt aber nicht, prustet Iwan Toporyschkin, der Vater, los und wieder berühren alle Gesichter die Servietten vor ihm. Eine Unverschämtheit, sagt der Geschäftsführer. Schließlich aber kommt alles heraus, der Kellner wird gerufen und entlassen. Das Essen, einschließlich Nummer 3012, bringt eine Kellnerin. 3012? Schmeckt nicht, sagt Iwan Toporyschkin, der Vater, legt Messer und Gabel zurück auf den Tisch und greift zur Serviette. Der Geschäftsführer wird gerufen und der Kellner wieder eingestellt. Aus Geschichten wie dieser schöpfe ich jedes Mal neuen Mut.